Nach dem 3:0 Auswärtssieg in Mannheim in der SAP Arena nun Thomas Greininger bei mir. Thomas, du warst nach fast dreimonatiger Verletzungspause jetzt wieder mit dabei. Hattest du irgendwelche Probleme heute? Nee, eigentlich gar nicht. Natürlich fällt ein bisschen der Rhythmus noch, ist ja ganz normal, aber mit der Kraft und so war es schon ganz gut. Also ich denke, es wird sicher jetzt von Spiel zu Spiel besser, aber ich denke, für den Anfang ist schon ganz gut gelaufen heute. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung heute. Hast du vielleicht doch irgendeine Schlüsselszene im Kopf, was heute das Spiel zum Guten gewendet hat? Nee, ich glaube, wir haben halt sehr gut gespielt. Wir hätten, denke ich, deutlich höher gewinnen können. Haben offensiv sehr gut gespielt, defensiv eigentlich gar nichts zugelassen, also fast nichts zugelassen. Und dann gehen wir so weiterspielen, dann brauchen wir uns vor niemandem verstecken. Die Fans sehen dich jetzt mehr oder weniger als Heilsbringer an, dass der, die, wo die Monitore mitnimmt. Kannst du ihm das garantieren? Nee, mit Sicherheit nicht. Ich denke, es wird jetzt mit Sicherheit erst mal ein paar Spiele dauern, bis wir wieder richtig reinkommen. Und ich denke, wir sind eine Mannschaft, wo jeder Tore schießen kann. Und es ist ja egal, wer Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen jetzt endlich mal. Wie hast du die Situation in den letzten Wochen selber empfunden, als Zuschauer ja noch? Viele Fans haben die einzelnen Spieler kritisiert. Willst du ihnen da zustimmen? Lag es an einzelnen Spielern oder an was lag es genau? Einzelne Spieler, mit Sicherheit hat nicht jeder das gespielt, was er kann. Aber ich denke, wenn es schlecht läuft, dann wird immer ein Spieler kritisiert. Das war zu Recht, denke ich. Aber ich glaube, jetzt hat man gesehen, dass wir wieder wollen, dass wir wollen und dass wir wirklich gut gespielt haben heute. Und ich hoffe, dass die dann im Heimspiel am 26. von Anfang an hinter uns stehen, dass wir den nächsten Sieg einfahren können. Alles klar, danke.